Eure Vorschläge, wie Kate sterben soll, könnt ihr jetzt oben rechts, könnt ihr da so ein bisschen abstimmen, was euer Favorit ist. Und dann wird es in der nächsten, spätestens in der übernächsten Folge, soweit sein, dass Kate endlich über den Jordan geht. Moin Leute, herzlich willkommen zurück in Minecraft Freedom. Oder wie andere Leute auch sagen, herzlich willkommen zurück zu Mitten im Leben und Manus zwölfköpfiger Familie. Hi! Hey, ich habe viele Kinder. Und weißt du was? Ich habe eine Frau für dich gefunden. Ich habe eine Frau. Die wirst du viel besser finden. Okay. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass sie hier eine sie ist und erwachsen geworden ist. Dieses Stück Scheiße ist ohne Mist eine Frau. Aber Igitt L. Jackson, das ist echt der hässlichste Skin, den ich je gesehen habe. Aber da steht noch Kind. Bei mir steht... Nee. Echt? Nein, ist erwachsen und geizig. Ach stimmt, ich sehe das... Alter. Ich sehe das jetzt auch. Also hier steht Age Adult. Warum hat die denn so einen kleinen Kopf und so riesen Augen? Das sieht einfach aus wie ein Typ. Das sieht wirklich... Vor allen Dingen ist die auch noch kleiner als alle anderen. Also ich meine, Peter ist ja selber nicht der Größte, aber die sieht schon ein bisschen... Willst du die haben? Nee, Mann. Also, sorry. Die kannst du behalten. Bitte. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ist eine Smart... Ach, das ist deine Frau. Ich wollte kurzzeitig sagen, das ist deine Mutter. Die ist schon geil. Ja, aber ey, die da, guck doch mal. Melina L. Jackson. Melina mit Lippenstift. Also, die ist schon eine smarte Maid. Also, sollte es vielleicht irgendwann... Weil, Manu, ich bin echt mit... Ich bin mit Cameron. Wie heißt du nochmal? Ich wollte Caitlin sagen, aber hab mich dann... Also es ist doch Cameron. Bin ich super zufrieden. Wir führen eine traumhafte Ehe, obwohl Leute haben gesagt, ich wäre mit ihr nur verlobt und noch nicht verheiratet. Ich weiß nicht, bist du? Guck mal, du bist auch nur verlobt. Ich bin nur verlobt. Wie kann man denn... Alter, ich habe schon 12 Kinder mit der. Du hast vor der Ehe Ehepartner scheiden, Baby adoptieren geht auch und Baby zurücksetzen geht auch. Ach so. Ich weiß nicht, ob wir dafür noch einen Priester brauchen. Wahrscheinlich. Wer ist denn noch mal? Irgendjemand war da noch Priester. Ah, Odin war Priester. Okay, der ist tot. Meine Kinder vielleicht? Oder haben die keinen Beruf? Manu, weißt du, was wir eigentlich noch machen müssen? Dann. Das werden wir dann, denke ich mal, das müssen wir machen, bevor wir Dingens umbringen. Kate hat noch gar nicht. Wir haben noch gar nicht die Dingens wieder. Die Energiekerne. Die hat sie noch gar nicht rausgerückt. Die müssen wir auf jeden Fall noch mal... Ja, toll, die hätten wir mitverbrannt. Nice. Ja, das wäre skandalös gewesen. Also, die müssen wir uns auf jeden Fall noch mal von Kate holen. Jetzt geht's aber hauptsächlich darum, dass wir mal wieder hier aus mitten im Leben rausgehen. Es ist einfach so krank. Man denkt so, hey, das ist hier so die heile Welt. Oh, die vor der Nase die Tür zugemacht. Heile Welt, schönes Haus. Und dann kommt man hier so rein. Und dann geht es und hier einfach so einen Keller. Runter, so ganz tief. Mit so ganz vielen Leuten, die einfach wahrscheinlich... Ich brauche mehr Betten. Ist dir eigentlich klar, Manu? Sorry, Leute, dass wir uns damit jetzt so lange aufhalten. Aber dass deine Familie noch nicht ein einziges Mal Tageslicht gesehen hat. Nicht mal von hier unten. Guck mal, selbst wenn die hier Marisa stehen... Marisa und vielleicht das ein oder andere Kind bestimmt schon. Ja, ganz kurz, aber... Ja, Plüthühnchen, bei seiner Geburt. Direkt in der Sonne. Und dann im Keller. Es ist echt skandalös. Ich werde jetzt aber auch noch mal ganz kurz mir ein neues Kind holen. Skandalös, direkt ein neues Kind. Ja, ich muss ja ein bisschen... Mithalten. ...nachziehen, Zeugen. Warte, ich will zugucken. Ich hab's gesehen. Es ist ein Junge. Mann, ich krieg nur Jungen, das ist aber gut. Wenn ich irgendwann mal Kinder habe, bin ich auch mehr so dafür, dass ich einen Jungen habe. Weil ich würde mir zu viel Sorgen machen, wenn ich eine Tochter hätte. Weil ich weiß ja, wie die Kerle sind heutzutage. diese Mistkerle. Nee, ich bin ein Gentleman. Natürlich. Peterson ist ein Gentleman. Ich brauche einen Namen, Manu. Ich nenne ihn... wie könnte ich ihn nennen? Also mein neues Kind, was ich jetzt gerade gesetzt habe, heißt... Jackson. Ich nenne es Edgar. Fertig. Alter, wie ein Schwein. Ich bekomme nur noch Frauen. Ja, was ist denn los? Ja, meine Jungs, Alter, die... Geil, oder? Geil. Bei Kuppeln. Ja. So, Manu, wir haben immer noch nicht... Wir brauchen das freaking Gefängnis. Kate ist immer noch auf der Toilette. Kann ich da auch vielleicht das ein oder andere Kind einsperren? Können wir drüber verhandeln, weil irgendwie muss ich das ja auch refinanzieren.
So, ich brauche jetzt hier erstmal Bruchstein und dann brauche ich eigentlich auch Holz. Manu, du hast auch eine Axt, oder nicht? Hol du mal bitte schnell Holz. Ja, habe ich. Mach dich... Oh, hier sind auch noch zwei Eisentüren. Zack. Dann werde ich mal direkt schon mal... Vorsichtshalber machen wir das... Ah, nee, warte mal. Wie Manu bringt das ja... Oh, kann ich nicht zwei Bruchsteine? Ach, die muss ich dann erstmal zu Stone packen. Ist das... Das ist einfach ein Pferd. Hier kommt auf einmal... Ist eben so ein kleines Pferd angeschaffelt gekommen. Oh Mann, ey, die Leute bringen mich um, wenn ich weiterhin so eine Unordnung hier drin habe. Oh, hier sind sogar zwei Druckplatten. Und noch eine Eisentür. Nice one. Ich hol Holz. Okay. Sehr gut, Manu. Ich habe ja auch noch das Schweinhaustier. Ey, so viele Erinnerungen. Könnt ihr euch daran erinnern, als wir das Schweinhaustier bekommen haben? Und den Feedback. Und das Betthaustier. Wir haben noch einen Smaragdblock. Irgendjemand hat den noch wieder mitgehen lassen, ich sag's dir. So, warte mal, was haben wir denn hier noch so im Angebot? Ein Gemälde? Ja, im Knast gibt's auf jeden Fall Gemälde. Oh, Eichenholz haben wir auch noch. Zack, die Druckplatten. Ich will kein Holz mehr abbauen, Hilfe! Tu es, Manu! Hilfe! Wo steckst du eigentlich? Bin gezwungen! Wo steckst du eigentlich? Ja, ich fäll Bäume. Ich verbrenne. Warte mal, hier? Warte mal, wir haben doch eigentlich, Manu, das Feld, was wir oben haben, das können wir doch eigentlich abreißen, weil wir haben doch hier das unterirdische Feld. Weil hier hätten wir jetzt noch... Jetzt will ja dein Feld abreißen, Alter. Geht's dir noch gut? Ja, stimmt. Ja, aber. Okay. Ja, oder wir müssen es tatsächlich so machen, dass wir das Dorf erweitern. Nee, lass aber das Feld erstmal abreißen. Das ist eh zu viel. Okay, gut. Und übrigens, Leute, was ich komplett vergessen habe, eure Vorschläge, wie Kate sterben soll, könnt ihr jetzt oben rechts, könnt ihr da so ein bisschen abstimmen, was euer Favorit ist. Und dann wird es in der nächsten, spätestens in der übernächsten Folge soweit sein, dass Kate endlich über den Jordan geht. So, jetzt. Eichenholz ist auf jeden Fall genügend da. Oh, hä? Manu? Ja? Mein... Jetzt ist es weg. Mein Kind wurde gerade geklont. Da waren zwei Baby-Edgar. Ja, ich hatte zwei im Inventar. Ja, was willst du das jetzt genommen? Tatsächlich abreißen? Ja, wir haben noch unten echt genug. Okay. Notfalls könnten wir auch in Zukunft mal darüber nachdenken, das Dorf noch zu erweitern. Ach, jetzt. Das wäre aber schon echt viel Arbeit. Ja, aber es würde sich lohnen. So, ich werde jetzt hier einfach mal direkt... Hä? Jetzt ist es schon wieder, das ist... Wie so ein Dupe-Bug. So. Wenn wir hier direkt Holz planten. Oh, das ganze schöne Wasser weg. Zack. Was ist denn da los? Das verschwindet hier. Teilweise verschwinden Items. Ist ja richtig nervig. So. Dann werden wir mal hier... Obwohl der Boden... Ich meine, es ist ein freaking Gefängnis. Das soll nicht komfortabel sein. Magst du doch so nett sein und vielleicht die beiden Kisten nach unten verfrachten? Was? Das wäre wirklich... Alter, mein ganzes Inventar ist voll. Das ist ein bisschen problematisch. Ich sehe es. Es liegt ja, geil. Alles. Also warte mal, ich werde mal hier... Oh nein. Zack. Hier kommt dann schon mal die erste Eisentür hin. Pets. Ich meine, es ist Alter, ja, ist das viel. Müssen wir erstmal müssen wir gucken, dass wir das Gefängnis hochziehen. Das ist muss nicht so schön aussehen. Kann ich einfach in der Toilette abgammeln, ey, ohne Mist. Nee, nur die Toilette, sie kriegt auf jeden Fall hier keinen komfortablen Boden. Also, das ist ein bisschen Holz und das ist dir nicht wert, ne? Deine Ex, ey. Manu, weißt du, was sie mit mir gemacht hat, wie sie uns alle einfach verarscht hat? Sie hat uns mich hat sie nicht verarscht, die war immer nett zu mir. Die war nicht außer nett zu als dir. Mich. Ja, das stimmt. Also ganz ehrlich. Und ich habe auch das ein oder andere Mal ein Gespräch mit ihr geführt. Und sie meinte, also... Ja. Also, ich kann darüber nicht reden. Ach, genau. Also, natürlich. Sie war auf jeden Fall nicht dein größter Fan. Was ich nicht verstehen kann... Was? Nach all den Abenteuern, die wir hier zusammen durchlebt haben. So, warte mal. Es gibt... Warte mal, das könnte auch der Trakt sein. Hier kommt man erstmal rein. Und dann könnte man hier nochmal... Warte mal, das ist eigentlich ganz nice. Hier könnte noch eine Wache... Ja, das ist nice. Warte, so. Zack, hier könnte man dann noch eine Tür hinmachen. Zack. Hier kommt dann noch so eine kleine... deine Lakaien ab, ey. Nee, hier kommt dann... Genau, hier gibt es dann noch so Sicherheitsmänner. Zack.
So. Wir werden das auf jeden Fall noch ein bisschen verfeinern. Also nochmal ein bisschen mit Holz ausstatten etc. Hier. Zack, hier könnte man auch nochmal irgendwas hinsetzen. Könnte vielleicht notfalls zwei Wachen machen. Patz. Hier alles fertig. Nice one. So, das kommt erstmal provisorisch zu. Und dann kriegt sie hier. Hier ist dann der Bereich mit der Zelle. Hast du die Eisengitter für mich? Ja. Leg ich dir mal hier hin. Okay. 42. Nice. Zack. Oh. Hä? Ich komm nicht mehr rein. Haha, jetzt bist du mein Gefangener. Hä, wieso komme ich hier nicht rein? Ich hab doch hier die Druckplatte. Oder muss die sogar noch ein nach vorne? Ah, okay. Ich dachte, das Signal geht lange genug. So, zack, ja, zack, da hast du dich getäuscht, Junge. Zack. Da bist du fast in einem Gefängnis gestorben. Gestorben. Oh, ich glaube, ich muss sogar eine Tür, die hier muss erstmal weg. Zack, und die muss dann tatsächlich hier hingestellt werden. Perfekt. Das ist schon sehr, sehr provisorisch gerade alles hier. Aber ich meine, seit wann sieht ein Gefängnis gut aus? Ohne Witz. Ja, schon immer. Quatsch. Gefängnisse sehen immer aus wie der hinterletzte Kram. Puh. So, jetzt nochmal hier zumachen das Ganze. So, ich habe doch noch ein Bett im Inventar gehabt. Perfekt. Manu, holst du kurz Kälte? Genau, dann schlafen die da noch. Nee, warte, die Items gehen sonst weg. Ach so, okay. Muss mich beeilen. Ich hol da mal ganz kurz Kate, dass sie direkt schon in ihr kleines Gefängnis rein kann. So, Kate. Dein Sohn spielt gerade in einer Kiste. Oh, ja, das ist ein kleiner Fretz. Kate, folge mir. Es wird Zeit, dass du in dein neues Gefängnis kommst. Was hörst du? Hey, good to see you. sie bleibt immer positiv. Ja, ist doch schön. Ja. Warte mal, von außen kann man das Ding aufmachen. Kate, komm rein hier. Ja, Kate! Rein! Ohne Witz, bist du zu... Jetzt komm hier rein! Die macht mich... Jetzt! Mädel? Ja, als ob die da gerne reingehen würde. Jetzt reicht's, Kate. Jetzt reicht's. Kriegst erstmal, ja, Respektschelle und bleib hier. Puh. Ja, geht ja anders bei ihr nicht. So, zu. Brutale Schwein. So. Zack. Ja, das Problem ist... So ist es, glaube ich, fürs Erste besser. Ach, sie braucht noch ein Bett. Wo ist das Bett hin? Ich hätte doch definitiv noch... Ach, da. Zack, hier. Kate in der Ecke. Wieso kann ich hier kein Bett setzen? Ach, also du bist so ein Monster. So. Ich glaube, weil das so ein Feld war. Zack. Und dann kommt hier. Schöne Pritsche. Zack. Ich bin kein Monster. Ich führe nur das aus, was die Zuschauer mir aufgetragen haben. Ja klar, wenn du damit leben kannst. Ich kann damit leben, weil ich weiß, dass meine Zuschauer... Du bist ein Auftragsmörder. So. Kate? Du hast dir das selbst zuzuschreiben. Hier, das Gefängnis wird auf jeden Fall in Zukunft noch weiter ausgebaut. Vielleicht werden wir in Zukunft auch noch weitere Gefangene hier in Freedom haben. Und dann sollte das auf jeden Fall noch definitiv ausgebaut werden. Weil momentan ist es, ja, sagen wir es mal, gelinde gesagt, ist das Ganze momentan einfach nur ein Bunker. So, meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und ansonsten wünsche ich allen noch einen angenehmen Tag. Schaut unbedingt bei Manu vorbei und morgen werden wir zumindest sehen, wie Kate sterben wird. Ob sie stirbt, ist wahrscheinlich. Okay, sie wird wahrscheinlich beim nächsten Mal sterben. Also Leute, bis morgen 14 Uhr. Haut rein. Ciao, ciao.